Hallo, ich bin Stanley Brandy, der leitende Designer bei SimCity. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast im Studio. Will Wright, den ursprünglichen Erfinder von SimCity. Hallo. Hi. Ist mir ein Vergnügen. Will hat in letzter Zeit das Spiel ziemlich viel ausprobiert. Wir haben ihn ins Studio eingeladen, damit er uns verrät, wie er das Spiel so findet. Meine erste Frage, was hältst du von dem Spiel so allgemein? Ich muss sagen, das ist wahrscheinlich das erste Mal seit Jahren, dass ich SimCity wieder so richtig genossen habe. Es war schon eine ziemlich einzigartige Erfahrung, nicht mehr bei der Entwicklung mitzuwirken, sondern SimCity aus der Perspektive des Spielers zu betrachten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was mir sofort gefallen hat, war das Straßentool. Du kannst damit auf sehr unkomplizierte Art Kurven und Splines kreieren. Du hast also viel Zeit damit verbracht? Ja, in meinen ersten Städten habe ich das ganze Budget mit dem Straßentool verprasst. Erst später ist mir aufgefallen, dass ich auch erst günstigere Straßen errichten und später ausbauen kann. Ein wirklich sehr hilfreicher Trick. Besonders stark finde ich, dass man in die Städte hineinzoomen kann. Man kann sogar in einzelne Straßen eintauchen. Das gibt einem das Gefühl, als würde man richtig durch die Stadt spazieren. Auch die Grafiken und Sounds sind einfach toll. Danach habe ich mir den Aufbau der Städte genauer angesehen. Anfangs hatte ich den Eindruck, alles wäre ein wenig eng. Erst mit der Zeit ist mir aufgefallen, welche unglaubliche Detailtreue jede einzelne Stadt aufweist. Auch bei einer größeren Stadt wären die Herausforderungen dieselben gewesen. Das erleichterte mir den Einstieg in die Simulation. Mir wurde bewusst, hier geht es um Qualität und weniger um Quantität. Das gefiel mir. Ich konnte mich so besser auf meine eigentliche Aufgabe konzentrieren. Die Städte sind handlicher, ohne die Simulationstiefe einzubüßen. Hast du versucht, dich selbst zu verwirklichen und die Stadt deiner Träume zu bauen? Oder wolltest du einfach das Spiel gewinnen und deine Ziele erreichen? Für mich war es eine Mischform. Die Ästhetik hat auf jeden Fall eine große Rolle gespielt. Ich wollte eine dieser organischen Städte, die sich später noch ausbauen und mit Parks verschönern lassen. Die Kurven haben dir viel weitergeholfen. Naja, und dann ist mir aufgefallen, dass ich auch aufs Budget achten muss. Ich hatte das ganze Geld verprasst, also habe ich zwei weitere Städte errichtet und dabei ein bisschen besser auf die Finanzen geachtet. Dann beschäftigte ich mich etwas eingehender mit den verschiedenen Netzwerken, den Datenebenen, der Verschmutzung, den Grundstückspreisen und so weiter. Dabei beeindruckte mich die Art, wie die Daten dargestellt wurden. Hinter den Kulissen der Simulation spielt sich ganz offensichtlich eine Menge ab. Und doch ist alles grafisch sehr schön aufbereitet. Außer meinem Budget und meine Bevölkerungszahl bekam ich fast keine weiteren Zahlen zu Gesicht. Das waren die einzigen Zahlen, die ich wirklich im Auge behalten musste. Toll fand ich auch die Verbrechensebene. Es tauchten dann diese großen orangenen und blauen Bereiche auf und ich dachte mir sofort, hier will ich Häuser bauen. Oder auch die Bildungsebene. Eine tolle Schule, kein Verbrechen, ein viel besserer Wohnort als der nebenan. Ja, genau. Ich betrachte die Viertel immer als kleine Reagenzgläser, die ich dazu nutze, um im Viertel neue Dinge auszuprobieren. Wenn es funktioniert, kann ich den Vorgang auf andere Stadtteile übertragen. So gehen die Stadtplaner übrigens auch oft in der realen Welt vor. Sie nehmen an einzelnen Stadtvierteln bestimmte Veränderungen vor. Wenn sie Erfolg haben, weiten sie das Prinzip auf die ganze restliche Stadt aus. Ja. Interessant war, als ich in Städten mit finanziell angespannter Lage spielte. Das bedeutete, dass ich die Grundversorgung herunterfahren musste. Aus der Spielerperspektive betrachtet war das wirklich spannend. Ich überlegte mir, soll ich an den Polizeikräften oder an der Feuerwehr sparen? Außerdem musste ich mir dringend überlegen, wie die Stadt wieder zu Geld kommt. Gleichzeitig schaute ich mir die Einwohner an und fragte mich, wie all das ihren Alltag beeinflussen würde. Wo wir gerade davon sprechen, hattest du das Gefühl, einen emotionalen Bezug zu den Sims zu haben? Hattest du den Eindruck, dass die Einwohner im Mittelpunkt des Spiels stehen oder hast du dich eher auf die Gebäude konzentriert? Einen emotionalen Bezug hatte ich eigentlich eher zu ganzen Stadtvierteln. Ich tauchte in einzelne Straßen ein, lauschte den Geräuschen und sah mir die Leute an. Ich wollte wissen, wie sie wohnen und wo sie arbeiten. So entwickelte ich ein echtes Gespür für einzelne Viertel. Bestimmte Stadtteile habe ich dabei richtig lieb gewonnen. Ich dachte mir, das Viertel hier ist mir so vertraut und es hat eine so ausgezeichnete Lage. Das hier könnte noch ein bisschen mehr von diesem und jenem vertragen. Dann vergrößerte ich die Ansicht und gab Unmengen Geld für Parks und andere Anlagen aus. Es war für mich fast so, als würde ich selbst dort leben, als sei es mein eigenes Viertel. Ich identifizierte mich richtig mit diesen Vierteln. Die Straßenansicht ist ein tolles Mittel, um dir das Gefühl zu geben, es würde sich um eine echte Stadt handeln. Hast du neue Ideen getestet und Experimente gemacht? Hast du neue Stadttypen getestet? Ich bin an jede Stadt etwas anders herangegangen. Das war sozusagen meine grundlegende Strategie. Manchmal stand für mich der Verkehr im Vordergrund, bei anderen Städten konzentrierte ich mich auf die Finanzen und eine positive Bilanz. Innerhalb der Städte testete ich kleinere taktische Maßnahmen. Es fühlte sich so an, als könnte ich in SimCity auf lauter eingebettete Minispiele zugreifen. Ab und zu schaute ich immer wieder auf mein Budget und überlegte mir, auf welches dieser Minispiele ich mich konzentrieren soll. Wenn ich zu viel für den Verkehr ausgab, dachte ich darüber nach, was ich verändern kann. Zum Beispiel, wie ich zum kleinsten Preis den besten Feuerschutz bekomme.
Was hast du mit dem Müll und dem Abwasser gemacht? Müll oder Industrieabfälle lud ich ehrlich gesagt einfach irgendwo ab. Irgendwann fing der Müll jedoch an, das Grundwasser zu verseuchen. Da fiel mir auf, dass es möglich ist, einen Teil davon durch die Nachbarn entsorgen zu lassen. Du hast erwähnt, dass du in einer Region mit zwei verschiedenen Städten gespielt hast. Worauf hast du besonders geachtet, um Unterschiede zwischen ihnen herauszuarbeiten? Die erste Spezialisierung, die ich ausprobiert habe, war das Glücksspiel. In den alten SimCity-Versionen war jede Stadt wie eine Insel, von der Außenwelt abgeschnitten. Jeder war voll auf sich allein gestellt. Erst das Spiel in ganzen Regionen macht es möglich, sich zu spezialisieren. Dadurch wird alles viel realistischer. Auch in der Realität liegen die meisten großen Städte in Ballungsgebieten. Auch sie sind spezialisiert und hinsichtlich der Versorgung von den Nachbarn abhängig. Das Gute daran ist, dass du auf die Art in deiner Stadt nicht jedes Mal wieder die komplette Grundversorgung bereitstellen musst. So kannst du jedes Mal eine andere Spezialisierung ausprobieren. Dabei hat jede taktische Ausrichtung ihre eigenen Regeln und strategischen Besonderheiten, während die Stadt in den regionalen Kontext eingebettet ist. Ich bin mir sicher, würde ich mir die Städte von 100 unterschiedlichen Spielern anschauen, sie wären alle verschieden. Jede Stadt hätte eine andere Atmosphäre, je nachdem, für welche Spezialisierung sich der Spieler entschieden hat. Das ist ein ziemlich großer Unterschied im Vergleich zu vorherigen Versionen des Spiels. Das waren tolle Einblicke. Danke, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Gern geschehen. Gut, wir haben heute mit Will Wright gesprochen und seine Erfahrungen mit dem neuen SimCity. Das Spiel ist ab dem 5. März im Handel erhältlich. Wir hoffen, dass ihr die Möglichkeit habt, es dann gleich mal auszuprobieren.